Hallo und willkommen zu einer Folge an Dezember. So, beim letzten Mal sind wir noch dabei stehen geblieben, die neuen Runen mal durchzuschauen, die wir hier jetzt neu kaufen können. So, auf jeden Fall haben wir eine Giftkugel. Jetzt hatten wir, wie es aussieht, auch dann Standardangriff, kostet 5 Mana, wird sofort ausgelöst und ich schleudere eine Giftkugel nach vorne. Von der hüpft, was heißt denn, dass sie hüpft? Na egal. Frostdorn, ja, was hat ein Frostdorn, mit dem man abschießt? Toxische Flamme, fällt eine durchschlagene toxische Flamme ab, die Giftschaden über Zeit verursacht. Das sind auf jeden Fall alles wie so eine, sagen wir mal, so eine Standardangriffe, ne? Hast halt aber einen Angriff, kostet 8 Mana, schießt irgendwas nach vorne, machst Damage. So, kalte Rüstung. Erschafft eine Eisbarriere, die Kälteschaden verursacht und Gegner, die im Nahkampf getroffen werden, Frösteln zufügt. Okay, das heißt, ich mach vor mir so eine Wand hin, ja? Ah, wenn es jetzt Frostrüstung sein von, ich würde mir selbst irgendwie Rüstung geben. Wäre es irgendwie cooler, aber. Hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht so an. Okay, haben wir Giftbereich. Er schafft vorübergehend einen Giftbereich um den Wirkenden herum, der Gegner Giftschaden zufügt. Ja, gut. 7 Sekunden. Ja, mein, ne? Na, hier haben wir die Abgrundlinge, einmal ein Feuer- und eine Giftvariante. Wir haben ja einfach nur, glaube ich, die normale Variante, die einfach physischen Schaden oder so macht, wahrscheinlich. Element entfesseln erhöht während der Wirkungsdauer Elementschaden und Zaubertempo. Okay, für 3 Sekunden, ne? Schmerz intensivisieren, erhöht für die Dauer die Schadensstatus-Effektrate und der Statuseffektschaden wird verstärkt. Okay, wird er was bringen, wenn wir Gift. Wohl, was ist denn Schockschaden? Ist Schock sowas wie Stun oder Schockschaden auch so, dass er immer so aufblitzt? Weil es gibt wahrscheinlich Brennen, gibt es ja wahrscheinlich mit Feuer, es gibt Gift, es gibt Einfrieren. Ist das wahrscheinlich denn sowas wie Slow ist oder so, dass er irgendwann gestunt wird? Frage ist, was Schock denn genau macht, ob Schock damit reinzielt. Also ob Schock auch so ein Dot ist, dann quasi so gesehen. Der Schaden über Zeit wird ja nur, wenn da unser Schockeffekt dann irgendwie. Ja, wenn der halt irgendwie. Oh, Schaden über Zeit. Man muss ja mal gucken, ob es irgendwo steht. Wahrscheinlich so. Dann haben wir Schutztotem. Ruft ein Totem, das Barriere erhöht und den Barriere-Regenerationszyklus des Wirkenden bestören. Okay, dann haben wir so ein Schutztotem. Scheren sammeln. Ruft alle Scheren in eine Position des Wirkenden. Bestört einen Scheren. Okay, dann kriegt man ein bisschen mehr Schaden für 3 Sekunden. Und hier haben wir noch den Runenritter in Gift-Variante. Das Ding ist, was mir nach der letzten Folge noch so eingefallen ist, wir haben ja eh von der Theorie her, hier, zwei so eine Skill-Tree, so gesehen. Ich weiß nicht, was hier unten mit der Auslöserplatz noch ist, davon abgesehen. So, weil die können wir ja auch hier wechseln, so was wir quasi durchwechseln. Das heißt, ich würde mal überlegen, dass wir quasi in einen Batsch, wenn da quasi unsere Creeps alle rein, sondern ganze Schergen alle rein, weil wenn ich die einmal beschworen habe, zumindest halt die sammelt der Abgrund runter, wenn ich die beschworen habe, die sind ja erstmal da, bis sie tot sind. Gut, die Abgrund-Dinge muss ich ja so gesehen immer noch neu spawnen, weil die ja irgendwann eh tot sind, so. Aber mach ich da einen Leiste quasi die rein und die andere halt meine aktiven Zauber, die ich immer wieder neu mache. Oder die Totems und sowas. So, von daher würde ich auf jeden Fall sagen, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal den mit. Wir nehmen den mit. Wir nehmen den mit. Den Schutztotem nehmen wir auch mit. Den nehmen wir doch relativ viel, warte mal. Wir nehmen dich auf jeden Fall mit. Und wir nehmen dich mit. Und wir nehmen dich mit. Nehmen wir Schutztote mit. Und das nehme ich, glaube ich, auch erstmal mit. Da muss ich mal kurz nachlesen irgendwo, weil da war irgendwo so ein Hilfeding irgendwo, oder nicht? Hinweis, Handbuch. Ich bin das war im Internet gestern auf, ne? Ist auch gut. Gibt ja kein internes Handbuch, ne? So, warte mal. Combat? Muss ich über Combat gucken? Wahrscheinlich mal hier Combat. Monster, Statuseffekte. Muss ich mal nachschauen. Typen. So, Physical, Poison, Physical, Cold, Lightning. Disable, Movement, First. Ja, okay. Es ist ein Crowd-Control, Lightning auf jeden Fall. Das Disabled Movement von denen. Aber es gibt mehrere. Nee, das ist Blind. Hier, Schock. Schock. Increased Damage. Receive for. Okay. Jetzt erhöht nur, dass er quasi der Schadenwert erhöht von uns. Bei Schock, also war kein Dodge-Schaden oder so aus einer Art und Weise. Okay, ne, dann lohnt sich das andere Ding auf jeden Fall nicht, dass er Dodge-Schaden erhöht wird. Dann haben wir jetzt die auf jeden Fall alle. Denke, jetzt macht das aber. Jetzt muss man dann doch gucken, wie man die hier anordnet, so also von der Theorie her, ne? Das muss man doch gucken, dass die dann alle so ein bisschen miteinander verbunden werden. Deswegen haben wir es alle halt oben hier teilen, ne? Eigentlich müsste ich alle nochmal ein bisschen rollen. Dass die quasi andere Slots kriegen. Wow,
Ja, aber da oben nichts passiert. Weil ein paar Tasten mehr sind, ne? Dass ich dann wenigstens. Oder drei. Ja, nehmen wir, weil dann machen wir den auf jeden Fall. So, bup. Auch den hier nehmen. Dass ich ja wenigstens zwei habe vielleicht schon mal. So. Aber jetzt heißt, ne? Hauptsache, blau ist halt wichtig erstmal. Die andere Farbe, naja, ob wir die dann wirklich brauchen irgendwie. Keine Ahnung. Aber dann lassen wir auch erstmal so. Oder war ja. Die ist eigentlich, die sind immer alle oben, ne? Teilweise. Egal, so, dann gucken wir mal. Sag mal, dich nehmen wir auf jeden Fall mal raus. Für dich nehmen wir jetzt die anderen beiden dann mit. So, warte, dafür muss ich ja wieder in mein Fähigkeitenmenü halt reingehen. So, dich nehmen wir raus. Ich glaube, ich nehme erstmal alles hier weg. So, dann haben wir hier, das ist unser Standardangriff. Ups, ne, warte mal, keine Ahnung, setzen wir das mal so hin und da nehmen wir auf jeden Fall ran den Zauberschaden. Ansonsten haben wir ja eigentlich auch nichts anderes, was der Zauberschaden macht. So gesehen, das heißt, der kann ja echt eigentlich irgendwie so in die Ecke rein, da muss nichts anderes eigentlich ran. So, ich weiß nicht, ob das hier den auch hört, weil es ist ja auch ein Zauber, aber erhöht das dann deren Zauberschaden dadurch? Also den Schaden, den die machen? Das ist halt dann die Frage. Weil der ist ja schon verrechnet damit. Wir machen jetzt hier, warte mal, Schaden 277. Wer ist dadurch schon erhöht? Ne. Wir wollen wissen, ob es hier schon beisteht. Okay, warte mal, dann machen wir da links daneben. Hat nicht denn einfach den Schnellzauber? Bap. So, und schneller zaubern wollen wir. Ich glaube, das meinst du. Oh, ne, Ding ist das Zaubertempo, das ist nicht Ablenkzeit, ne? Bei Zaubertempo ist immer, wie schnell ich irgendwas caste. Das heißt, bezieht sich das auf Ablenkzeit, da muss ich mal kurz nachgucken, wenn ich den jetzt hier ranhaue. So. Ne, guck mal, der verbindet sich gar nicht. Okay, der funktioniert damit schon mal nicht. Was habe ich denn vorher da dran gehabt? Hätte ich da vorher dran? Du gehst da ran. Aber was ist denn die Abklingzeit? Ich habe jetzt 10 Sekunden. Wenn ich jetzt hier mal kurz gucke, habe ich jetzt ja auch 10 Sekunden. Ach, ich muss ja auch wieder da oben reinnehmen. Ich bin dumm. Ich muss die auch wieder hier reinnehmen. Das sind immer noch 10 Sekunden, ne? Ja, okay. Dann frage ich mich aber, was das hier quasi bringt in dem Teil. Hä? Oh, hier bin ich falsch. Ich glaube, so ein bisschen bräuchte ich irgendwie gar keinen von meinen Zaubern bisher da dran. Weil ich könnte auch überlegen, warte, wie viele Zauber habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also einer fehlt eh noch, damit wir uns dort voll haben. Jawohl, oder ich lasse mal, eigentlich lasse ich mal einen Standardangriff hier wahrscheinlich da drin, ne? Totem. Den Buff. Also sich selber für so mal Totem, Buff. Ne, stimmt, den brauchen wir nicht. Ne? Das heißt, wir haben einen Zauber eh übrig, den wir reinbatschen können. Dann nehme ich da jetzt nämlich, glaube ich, dann auch einfach mal die suchmischen Giftbereich damit, den wir hatten hier. Den hier noch mit. Davon mal abgesehen. Das merke ich halt auch noch. Kann ich, muss ich eigentlich zu der komischen Mystikerin rübergehen? Weil wenn ich hier raufklicke, steht unten ja auch verbessern dran. Ach ja, aber das ist das Hochleveln verbessern. Ich bin doof. Das ist nicht das verbessern, ja. Dann machen wir den die auch noch mal kurz einmal rein. So. Heute machen wir wahrscheinlich nichts anderes außer Fähigkeiten hier durchgucken und hochleveln und sonst irgendwas. Aber muss ja auch mal sein. Ich habe gesagt, sonst macht eigentlich das nirgendwo Sinn bei irgendjemandem. Dann mache ich die Welt so rum hin. Dass ich dich nach unten pack. Dann haben wir jetzt Zauberschaden. Dann mache ich da den Giftbereich hier mit rein. Ja, beim Grünen müsste man jetzt eh gucken. Machst du nochmal? Schaden. Ja, okay. Wirst du dich damit verbinden können? Ja, schon, ne? Da machen wir mal so. Okay. So. Und packen dich da noch mit dran. Den können wir da auch mal da. Okay, warte mal, dann machen wir nochmal anders. Machen wir dich mal da. Tun wir hier mal wieder raus. Ob sie überhaupt schon hier drin, ey. So. Da muss ich eben. Obwohl, ja, holst du halt wieder Schergentempo da nicht dran an den Typen, ne? Wenn der blaue da ist, oder. Oder ich schmied ihn nochmal kurz um, vielleicht.
In der Hoffnung, dass das richtig funktioniert, aber nehmen wir trotzdem den hin. So, zufällig eine frische Position. Wir hoffen jetzt aber, dass der blaue nach unten oder nach oben geht. Ja. Ne, von der Kugel hat sich ja auch geändert. So auch nicht, so auch nicht. Okay, was hat mit den oben tun? Der ist der blaue oben. Dann gucken wir erstmal so weiter. Das heißt, wir werden nachher wahrscheinlich eh nicht schaffen, überall irgendwas anzuklatschen. Ich glaube, dafür müssen wir ja schon wirklich komplett durchplanen, alles und alles und so gucken. So, dann machen wir dann nicht einmal Schergentempo ran, dann machen wir das Schergentempo daran. Dann gucken wir mal, ob wir hier die anderen. So, hier. Du bist leider auch schräg. Warum seid ihr alle schräg oben? Der ist auch schräg oben rechts. Weil der Ball müssen wir auch noch mal kurz umschmieden, dass die blaue nicht schräg oben rechts ist. So, sei mal irgendwie schräg oben links. Also, oder da, ja, mit den daran basteln zum Beispiel. Und, dich ja noch. Was ist dieselbe Richtung wie der andere? Ich bin gerade für eine andere Turbine schon wieder hin. Nee, der war da. Okay, dann machen wir es so weiter. Fähigkeiten. Einmal du noch da. Und. Wait, habe ich gerade den grünen hier rausgenommen? Bin ich doof? Habe ich gerade den falschen umgeschmiedet? Ne, warte, bin ich gerade dumm? Leute, ich hatte den hier unten schon reingesetzt. Leute, ich hab unten gar nicht richtig dran. Ich hatte den unten reingesetzt. Ich bin dumm, deswegen habe ich den gerade rerollt. Ich habe gerade gedacht, das wäre der andere, das wäre er hier. Oh mein Gott. Ich bin dumm. Ich habe eben die falschen umgeschmiedet. Hier brauchen wir mal einen grünen dran. Also ändert die Farbe? Ändert die Farbe, Mann. Toll, ist ja wieder kein Blau mehr. Ist das, bräuchte er unbedingt einen blauen dann? Vor allem ist der gerade der blau sein soll, ne? Weil der am besten in Schergen schon abbekommen soll. Machen wir blau und grün hier. Nicht grün und grün. Ja, so. Jetzt aber Antwort ist auch wieder scheiße, dann passt das hier wieder nicht. Aber ich muss alles noch. Nein, noch weiter nach oben schieben. Alter. Okay, warte, schieben nochmal alles noch ein weiter nach oben. So. Warte, du bist ja auch gar nicht mehr wichtig jetzt eigentlich, wo du jetzt gerade sitzt. So, dann setzen wir dich. Wenn nicht dich, dich setzen wir dann dahin und dahin. Dann setzen wir dich da. Und so haben die jetzt noch das blaue einmal, dass die quasi mehr Angriffstempo und Zeug bekommen. So. Natürlich, für dich haben wir jetzt gar keine Veränderungszweck mehr. Du warst halt da dran, ne? Aber dich benutzen wir ja nicht mehr. Hast du da? Was machst du? Angriffsfähigkeiten, das ist keine Angriffsfähigkeit, ne? Tja, von daher, dann wohl eher weniger. Teleportieren, das ist auch eher unwichtig. Stimmt, wir können mal gucken, ob wir hier andere Brückenruhen haben, davon abgesehen, ne? Ich verstehe erstmal, die wir sonst noch benutzen, einfach so hier und einfach erstmal rein. Das werden die wir noch benutzen. Das ist, brauchen wir alles nicht mehr. Die beiden können wir mal irgendwie. Hallo? Ach, ich muss aber das Symbol drauflegen. Ich kann auf jeden Fall mal kurz dich verkaufen, die werde ich wahrscheinlich nie wieder benutzen. Und dafür gleich nochmal. So. Wir haben auf jeden Fall neue Anhalten des Fröstelns, Verwendungszahlfähigkeiten verknüpfen. Was? Maximale Verwendungszahl. Meinten wir jetzt sowas, wie dass ich denn anstatt ein Totem zwei Totems benutzen kann? Wäre jetzt so mein Guess. Weil bringt mir ja, obwohl, würde mir schon was bringen, wenn das quasi neu, also, angenommen, was zählt dafür? Ich habe ein Totem, das hält 3 Sekunden oder so und hat 30 Sekunden Ablebenszeit. Stackt das denn? Weil dann würde sich das schon lohnen irgendwie. So kann ich das hier tun, wenn nicht. Schockrate. Plus 10. Bewegungsfähigkeiten. Tja. Also wenn dann, ich kaufe es aber mal. Ob das denn so funktioniert, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Hier sind noch Schergen, Wettschergen beim Rufen 3 Sekunden lang zerstörerische Instinkteffekt. Zerstörerische Instinkteffekt und Resistenzsteuerungsverursachen bei. Aha. Aber ich rufe die ja noch gar nicht. Dafür müsste ich diese Schergen rufen erstmal auch noch skillen, sonst bringt mir das ja gar nichts so gesehen. Wachmann, bla 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 bla.
Schreifähigkeiten, Schreifähigkeiten. Okay, warte mal. Dann gucken wir mal kurz. Zählt das jetzt mit den Totems zusammen? Nee, das kann nur bei Teleportieren dran. Bei denen nicht. Was erhöht sich denn hier? Verwendungszahl 1. Aber da steht auch mit beiden eine Verwendungszahl, okay. Muss ich ja mal ausprobieren, wenn er wieder rauskommt, ob ich das jetzt zweimal benutzen kann, denn oder wie? Oder was genau damit jetzt gemeint ist. Also, erstmal auf Sterben klicken. Ja, den Rest lassen wir erstmal so. Erstmal hier zuordnen. So, wir haben das ging da rein und da rein. Dann haben wir dich da. Wir haben den. Ne, weil du bist Abgrund. Der Abgrund, den kommt dahin. Da der. Da der. Da der. Giftbereich. Teleport. Bebentotem. Ja, was habe ich doch einen Fehler? Bin ich jetzt doch dumm? Habe ich nicht 14? Habe ich die 5? Ich habe 9 und habe ich noch einen rausgerannt? Habe ich 8? Ach ja, ich bin ja auch dumm, das sind ja auch nur 8. Tatsächlich, dann nehme ich glaube ich den hier wieder raus, diese anderen komischen, ne, nicht durch den Bebentotem hier raus. Ich nehme dafür das Element entfesseln mit. Oder ich nehme den Giftbereich weg. Was machst du nochmal? Wird das wundbarer Effekt. Bewegungstempo 10 verringern, Angriffstempo und Zaubertempo. Das nutzt sich halt wahrscheinlich eher nur so bei Bossen, die halt so wie der letzte, der dicke Typ da, halt sich nicht so viel bewegen, ne? Weil normale Leute laufen ja eh ganz halt und der castet sich das eigentlich eh nicht wirklich. Ist halt die Frage, oder? Ist halt die Frage, wie verändert sich jetzt dieser Giftbereich irgendwie auszahlt. Wahrscheinlich einfach so gar nicht gefühlt, naja. Ach komm, wir nehmen jetzt erstmal so mit. Lagern wir die eine Runde hier kurz mal ein. Wo sind die jetzt überhaupt? Dich lagern wir ein. Ah ne, warte, die habe ich ja jetzt ja trotzdem hier mit drin einfach, ne? So gesehen. Ja, lass wir die aber hier drin rumgammeln. So. Ist ja aus, dann hätte ich jetzt einfach wirklich zwei Stück, denn die halt wahrscheinlich hochstecken. Kann ich wahrscheinlich so zweimal hintereinander teleportieren, ne? Dann kann ich das auch machen. Theoretisch gesehen. Da hatte ich da noch einen Slot dran. Ja, wohl sind ja beide besetzt halt so, ne? Man könnte den ja wegnehmen, dass wir da weniger Schaden machen dafür, dass zweimal stackt so gesehen. Warte mal, das mache ich auch. Dann nehmen wir den Schaden nur für dich. Denn ich habe jetzt keinen Platz, das irgendwie anzuordnen, ne? Warte mal. Dich da raus, dich da raus, dich da raus. Dich. Dann ja, machen wir für euch beiden jeweils einen Verwendungszweck mehr, weil lieber das Ding zweimal casten können, als wie das nachher wieder ihre 10. Schaden mehr macht, so gesehen. Dann haben wir dich hier und hier hin. So, ihr seid ja erstmal nicht so ganz wichtig, hauen wir hier unten halt in die Ecke rein. Jetzt muss ich die Fähigkeit auf jeden Fall neu zuordnen, ne? Toll. Kettenblitz als Standardangriff. Schutztotem. Element entfesseln. So. Mein Gott, gut, dann will ich auch sagen, war es das heute einfach mal so eine Fähigkeitssortierungs- oder Fähigkeit, ja, einfach so eine Fähigkeitsfolge hier. Wir müssen durchgucken, was es da jetzt so Neues gibt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.